Aber wahrscheinlich war dieser blaue Helm, war dann schon das tolle Loot, ne? Ja, das ist tatsächlich so. Die Frage ist nur, wie gesagt, was mit dem Artefakt ist. Okay, also ich bin jetzt nochmal in Richtung Ausgang gegangen, weil dahin gibt es nochmal so eine Ausbuchtung, bevor man dann wirklich rauskommt, aber das habe ich erst im Gang gehalten, ist aber nichts. Wenn man so diese ganzen Videos betrachtet, ich meine doch, dass die diversen Boots oder so immer an derselben Stelle sind eigentlich. Ne? Und also nicht an unterschiedlichen Stellen. Gut, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder diese Höhle ist keine Artefakthöhle. Ja, natürlich sein, ja. Oder wir haben es einfach noch nicht gefunden. Moment bin ich gerade meist ein bisschen lieb zu Ute. Oder das ist wirklich, da unten war ja dieser eine See, wo man, wenn man runtergetaucht ist, war ja noch ein kompletter Durchgang, wo auch immer der hinführt. Dass wir uns den nochmal genauer angucken müssen. Aber kannst du mir mal einen Gefallen tun, Peter? Mathe. Kannst du mir mal so eine Handvoll Steine, Feuersteine und Holz in die Ute mal kurz reinpacken? Oder mal aus der Brunhilde reinpacken und ich hole sie mir da raus, wie auch immer. Vielen Dank. Dann ist nämlich das Gleichwitz-Dunkel-Problem auch gelöst. Okay, Uwe, Frank, wo seid ihr und was macht ihr gerade? Seid Ich ihr bin jetzt jetzt an... gerade im See. Okay. Bin in der Höhle irgendwo. See, dachte ich mir nämlich schon fast. Also du guckst jetzt mal diesen... Ja, der See ist zwar lang, da sind auch viele Fische drin. Ja, aber wenn du Und mal... ich vermute, den See bin ich jetzt gerade auch am Anfang reingegangen. Ja. Ah ja, da kommt mir der Uwe entgegen, genau. Und Uwe, irgendwas gefunden? Ja. Nee, aber wenn du in Eintauchrichtung dich bewegst. Also, ich schwimme da jetzt mal hin. Dann kannst du, sobald die Kamera unter Wasser ist, sehen, dass auf der linken Seite unten nochmal etwas zum Durchtauchen ist. Oh, ein Mega-Piranha. Nein, der macht keinen großen Schaden, aber. Und da ist halt die Frage, ob wir da durch müssen. Ich bin heute schon mal ertrunken. Ja, ich auch, aber es hilft ja alle nichts. Ich gucke jetzt mal. Oh, das ist aber echt tief hier. Guck auf deine Luft, André. Natürlich gucke ich auf die Luft, aber... Ja, also ich verbrauche deutlich schneller Luft als der Saurier selber. Da scheint auf jeden Fall irgendwas zu sein. Ich komme jetzt erstmal wieder hoch zum Atmen, aber... Vielleicht Gleich alternativ. Taucherausrüstung. Genau, ich gehe mal raus. Flieg mal schnell die Taucherausrüstung holen. Gehen wir erstmal wieder zurück und warten dann da.
Das wäre jetzt so die einzige Geschichte, wo ich mir noch vorstellen könnte, dass es halt auch richtig weitergeht. Kann gut sein, ja. Hier im Eingang ist ein Megalosaurus, einer, der gerade am Tag schläft. Okay. Hab ich auch noch nicht gesehen. Der liegt auf einem Eisenvorkommen und pennt. Wer ist denn nochmal der Megalo? Das ist ein neuer Saurier, den kennen wir eigentlich auch noch nicht. Das ist ein rein nachtaktiver Saurier. Tag schläft er, nachts, ja. Genauso wie ich im Winter die Bären in der Höhle habe schlafen sehen. Ja, davon habe ich was gelesen, dass da irgendeiner aktiv wird dann. Hast du den gekillt oder liegt der hier noch? Der liegt. Also da muss ich glaube ich wirklich mal was an meiner Bildschirmhelligkeit machen, weil ich sehe den nicht. Moment. Ich schwebe jetzt quasi mit dem Kopf über ihm. Ah, alles klar, da. Ah, okay. Ja, klein und schnucklig aus, aber ich denke, wenn er so ein ich meine, wecken kann man den wahrscheinlich durch zubeißen, ne? Oder? Ja, gut, ich meine, ich glaube, fast jeder wird wach, wenn man ihm Gewalt antut. Gut aus, wer wieder atmet, ne? Netter Versuch, Peter! Das war ein Level Up. Ach so, ich dachte, das Versuch, war ein. Versuch, ihn wach zu brüllen. Ist das da? Das sieht aus wie eine Titanbohr rechts. Ja, ist aber nicht. Das ist ein Megalo. Megalo. Ach, lassen wir mal. Sind denn hier außen auch entsprechend viele Spinnen und so? Ich bin hier immer gerade falsch abgebogen, nenne ich es jetzt mal. Und hier oben rennen auch Spinnen rum. Seit wann das denn? Außerhalb der Höhle habe ich auch schon mal gesehen. War bei hier einfach nur auf der Tour im alten Spiel mit einem Raptor, wenn ich mich recht entsinne. Und hab dann Tabor, da hinten ist schon tot, also oder? Möglicherweise war ich in der Höhle, in der Nähe der Höhle. Weil dadurch, dass ich Spinnen gesehen habe, war ich ja vielleicht hier in der Nähe. Können wir immer wieder was beißen? Uwe, gab es eigentlich, ich sag mal, einen normalen Weg, um da hochzukommen? Oder musste man außen rumlaufen jetzt? Was meinst du jetzt? Von deiner Basis. Ach so, nee. Wenn du in der Nähe der Basis bist, vorher links die steile, etwas steiler hoch. Ich sehe keinen weiteren Damm, ist nur einer, ne? Also ich bin jetzt einmal rumgelaufen, ich habe auch nichts gesehen. Ein Argentavis, ein Freier. Ich bin ja der Meinung, dass die Entwickler ursprünglich vorhatten, dass man zu zweit auf dem Rex reiten kann, so groß wie der Sattel ist. Ja, mag sein. Naja, es sind ja quasi zwei Sitzkuhlen drin, ne? Stimmt. Du hast vorne halt die. Ich haben die aber auch an die etwas schwergewichtigen von uns gedacht. Ja, wobei das ist vielleicht auch als Ablage für eine Tasche gedacht oder so. Für Natascha? Natascha, genau. Man sollte immer eine Natascha bei sich haben.
kann ich nur gutieren. Geht irgendwie. Ah ja, okay. Ich dachte eigentlich nur, dass ich hier noch ein bisschen was zum Killen finde oder so, aber. Ah, da hinten. Ein Kano. Baut da einen Schalldämpfer, ja, das hat sich ja gelohnt. Ja, der ist doch toll. Super. Ich glaube, wir haben erst 3 oder so. Und Schalldämpfer selber haben wir auch 5 oder so. Nein, haben wir nicht. Hab ich schon alle weggeworfen. Ja, zumal Schalldämpfer auch total wichtig sind. Ja, ja. Ich meine, man will die Tiere ja auch nicht erschrecken beim Töten irgendwie, ne? In der Zeit von 1 bis 3 Uhr bitten wir beim Töten der Dinosaurier Schalldämpfer zu benutzen. Da Ruhezeit! Genau. Ein Glück haben wir kurz vor 3, somit ist das Problem dann gleich gelöst. Bitte verwenden Sie in öffentlichen Einrichtungen immer einen Schalldämpfer. Genau. Hier ist auch gutes Kristall- und Eisenvorkommen hier oben. Und da muss man wirklich sagen, von den Ressourcen haben sie auf The Center wirklich sehr viele verteilt, was auch schön ist. Ja, so dass du dann eben auch, wenn du mit mehreren drauf spielst, dass jeder so quasi, wenn du jetzt mehrere Partys hast, dass jede Party aber trotzdem genug Ressourcen hat. Ja, und das halt, es hat sich ja im Laufe der Zeit das Spiel weiterentwickelt, dass man schon sehr früh Metall benutzen kann und auch für sehr viele Sachen braucht. Also so gesehen ist es gut, dass es einfach flächendeckend verfügbar ist. Wobei die Aktion mit dem Vulkan ja so schlecht auch nicht war, ne? Ja, das stimmt schon. Auf die Island. Hm. Vor allen Dingen war das ja nur wirklich eine absolut sichere Gegend. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da unverrichtete Dinge ein großer Gegner hochkommt, das ist ja nahezu null. Den gewundenen Weg da hochzuschaffen. Ja, und im Endeffekt, was natürlich mit dem Vulkan als Nachteil war, war immer die Frage des Transporters. Also ohne Stacking Mod war es eine Katastrophe. Ja, Quetzal eben. Ja, genau, aber den Quetzal hatten wir ja auch erst später. Den hatten wir den noch gar nicht. Genau. Weil selbst mit dem Argentavis ist der Transport doch schon eine Qual. Ja, wobei es eigentlich auch wieder immer eine Aktion war, dann da mit 2-3 Flügeln hochzufliegen und so zu holen. Ich finde da gewisse, ja, weiß nicht, wenn es irgendwann zu einfach wird, das war ja eben mit dem Stacking Mod zum Beispiel der Fall, dass du da einfach, was weiß ich, da 5000 Codes mit dir rumtragen konntest oder so. Oder eben auch die Filetstücke, die dann gestackt haben und dadurch deutlich länger haltbar waren. Jetzt muss man sich eben bemühen, dann den Webergrill anzuschmeißen, um die so zu sichern. Aber das sind auch Engramme, die gab es damals auch gar nicht. Also auch da muss man natürlich wieder sagen, das Spiel selber hat sich in der Zeit halt auch weiterentwickelt. Ja. Auch der Industriegrill gab es damals auch schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, nee, aber ich will es ja, jetzt auch nicht beschwören. Könnte man ja theoretisch in der Patchnote gucken, aber selbst. Ich bin auch der Meinung, den gab es damals schon. Nein, gebaut habe ich den damals nicht. Hab ich auch meine, der Punkt ist der, gebaut. Wenn man mal überlegt, wir haben damals mit einfacher Erfahrung. Wir haben mit einfacher Erfahrung gespielt. Ich meine, ich bin jetzt 89 und ich spiele eigentlich nur am Wochenende. Und das Ganze läuft einfach nur, weil wir so viel Erfahrungsbonus im Moment oft auf dem Server konfiguriert haben. Ansonsten wären wir jetzt bei weitem noch nicht da, wo wir sind. Ergo. Ja. Würde auch wieder viel nicht gehen. Boah, ey, also wie gesagt, ich hatte letztens, als der Server nicht ging, habe ich mich nochmal auf die Island eingeloggt, auf den alten Spielstand, den ich da im Solo-Play hatte. Ja. Und dann habe ich Steine gekloppt, ey. 2, 4, 6, 9. Meine Fresse, ey. Und jetzt machst du da wupp, 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 ne? Stein ist weg und du hast da... Ja, wobei, wie gesagt, also da habe ich nichts dran. Also, das ist Center Standard. Da habe ich nichts dran gedreht.
Also Ressourcenmenge habe ich nichts dran gemacht. Überleg mal, was wir am Anfang in der alten Basis, in der kleinen Basis, die wir da hatten. Wir sind in den Wald gegangen, haben den ganzen Wald da stundenlang beackert. Stundenlang. Ja, und kam kaum was bei raus. The Sender ist, glaube ich, als Grundkonfig doppelt so hohe Ausbeute wie The Island. Und die haben ja inzwischen Zeit, die allgemeine Ausbeute nochmal verdoppelt. Da hast du jetzt halt aktuell auf The Sender etwa das Vierfache von dem, was du früher auf The Island hattest. Ja, das passt ja auch mit den Erlebnissen sozusagen. Wir sind ja immer stundenlang und dann zu zweit und dann war alles weg. Der Wald war leer und du hast dann irgendwie drei Fundamente dann geschafft. Also optisch natürlich auch noch was aus, muss man auch sagen. Also ich meine, hat ja so alles so seine Vor- und Nachteile immer. Und wenn man natürlich mal so einen kompletten Wald abgeholzt hat, dann konnte man auch mal sagen, okay, so sieht das eben aus, wenn Menschen anfangen, die Natur nach ihrem Gutdünken umzugestalten. So, die Frage ist jetzt, nachdem ich jetzt hier schon einen Moment stehe, ob ich die Aufnahme mal kurz pausiere. Ich bin schon auf dem Rückweg mit 4 Taucherausrüstungen. Gut, dann pausiere ich nicht. Dann fahre ich einfach mit der Kamera noch ein bisschen um den Rex drumherum. Komplette Lederausrüstung. Lass ich mal drin. In dem Grünen oder was? Ja. Einfach nur primitiv oder was? Oder eine verbesserte? Ganz normale Lederausrüstung halt. Ich meine, ist ja ein grüner Strahl. Hätte man sich früher darüber gefreut. Ja, vor allem, weil es der komplette ist. Das war schon nicht schlecht. Vor allem, weil ich keinen Halo sehe. Nee, ist auch ganz normal, war ohne Halo. Halo again. In der Loot-Tabelle stehen die Lederausrüstung als ein Loot drin. Also ein kompletter Satz Lederausrüstung ist quasi ein Teil. Ah, okay. Das ja. Schick, wollte ich sagen, bevor mir der Kinderriegel aus der Hand fiel. Ja, wir gucken jetzt uns so lange diesen freundlich aggressiv dreinguckenden Dinosaurierkopf an, während ich diesen kleinen Kinderriegel genieße. Ich glaube, ich logge mal eben aus, weil mein Speicher läuft mittlerweile auf 12 GB. Ich habe gerade meine komplette Flakrüstung verloren, weil ich Idiot abgestiegen bin und da kam Arthur Plörers. Ja. Bisschen weiter weg hier so. Weil da lag so ein Rucksack mit irgendwelchen Beeren. Lohnt sich nicht. Den musstest du natürlich mit. Den musste ich natürlich mitnehmen. So, ich log mal eben aus. André, bleib mal neben mir stehen hier eben. Nur sicherheitshalber. Ich meine, ich kann ja noch kurz den Taskmanager nebenher aufmachen. Ich weiß nicht, warum da der Speicher hochläuft. Also die Jette fliegt hier in der Gegend rum. Ja, das bin ich. Frank ist halt ausgelockt, ne? Weil, wie gesagt, ich war bei 12 GB. Und da ich nur 16 habe, wird das dann zu Problemen führen. So, also sollte gerade kurz das Bild Standbild gezeigt haben. Ich war kurz auf dem Desktop. Ich habe meinen Taskmanager auch mal gestartet. Also bei mir braucht Shooter Game 20% CPU. Und 2,5 GB RAM. Und das eigentlich konstant, seit dem Spiel läuft. Also ich hatte ja gestern schon mal einmal geguckt. Da waren es ja auch 2,5 Gig. Und jetzt wieder. Ich glaube, ich bin gleich im Spiel. Ich glaube, ich habe dich gerade schon zucken sehen. Alles klar. Du hast mich geschlagen. Nein, ich... ist das irgendwie so, sozusagen der Schlag immer die erste Aktion, die überhaupt funktioniert. Du kannst dich nicht bewegen. Soll ich mal zubeißen? Wo ist die Jette?